Hallo liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video bei Big Fish Media. Heute gibt es mal ein Tutorial zum Thema Barschangeln. Barschangeln mit Gummiköder, genauer gesagt, denn ich habe hier ja den richtigen Mann dafür dabei, der Christoph Otto von Moby Softbaits, eine Firma, mit der wir sehr gerne und schon seit langem zusammenarbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich Spinnfischen gehe, dann meistens auf Barsch. Und deshalb meine Frage heute an den Christoph und für euch zur Orientierung, wenn ihr in den Angelladen geht oder online bestellen möchtet. Was sind die besten Köder zum Barschangeln? Mit welchen Ködern bekomme ich die Barsche an den Haken? Zu welcher Jahreszeit? Das ist heute unser Thema. Christoph hat die Box voll und ich würde jetzt mal so mit meinem doch etwas laienhaften Griff jetzt einmal einen rausholen hier und sagen, sowas ist nicht schlecht, oder? Da hast du gleich einen der besten oder eigentlich meinen Favoriten schon erwischt. Das ist unser kleiner Moby Shad. Mhm. Der ist so eine Allround-Waffe. Der geht auch das ganze Jahr über. Also an 80% der Tage kriegst du hier drauf auf jeden Fall schon mal irgendwie Kontakt. Je nachdem angelt man sich dann durch die Box und merkt, das eine oder das andere geht besser, aber das ist so ein Allrounder. Wie lang ist der? Der ist 6,5 cm lang. Ja, das ist so eine gute Größe. Ist wie immer bei uns relativ belastbar und der hat halt den Vorteil, dass das Schwänzchen schön abknickt. Und es hat auch den Vorteil, wenn wir den mal am Grund stehen lassen, was die Barsche ja oft mögen, dann geht das Schwänzchen hoch durch den Auftrieb unseres Materials. Ah, ja. So hast du auch oft die Möglichkeit, erstmal, sagen wir mal, einen Spot zu finden. Wenn du die ersten Picker, vorsichtige Anfasser kriegst, wenn sie nicht gerade im Fresh raus sind und draufhämmern und das Ding komplett wegnageln, dann hast du ja oft so vorsichtige Zupfer und die kommen oft in solchen Ruhephasen. Okay. Und da merkst du dann, aha, hier ist der Fisch, dann kannst du diese Stelle also, sagen wir mal, intensiver beackern. Ja. Was ähnlich ist, ist unser kleiner Raggershad. Der ist im Prinzip auch ein Shad, der mit dem Paddelschwanz die Aktion macht. Und Schockfarbe jetzt ein bisschen. In dem Fall ist es jetzt mal eine Schockfarbe, eine grelle Farbe. Ist auch ein super Barschköder. Und dann gibt es natürlich noch so ein, zwei, drei speziellere Sachen, die auch so ein bisschen abhängig davon sind, wo ihr angelt und auf was ihr es abgesehen habt. Natürlich will man immer gerne dicke Barsche fangen, aber es sind halt nicht in allen Gewässern dicke Barsche oder viele dicke Barsche drin. Oder sie sind schwierig zu überlisten. Und da kommen dann eben je nachdem andere Sachen zum Tragen. Das sind nämlich dann zum Beispiel solche Sachen. Das ist der Easy Edge-Shad, den wir für die Firma Sänger produzieren. Das ist auch so eine Mischung aus Twister und Wattwurm. Ja, so Wurm mit kleinem Paddelschwanz hinten dran. Ja. Das sind eben auch so Sachen, die sich sehr, sehr variantenreich auch führen lassen. Die kann man natürlich am Jigkopf montieren, ganz klassisch. Man kann die aber auch schön an Chebu dran machen oder auch am Dropshot fischen. Und das ist zum Beispiel so ein Köder, wenn ich jetzt versuchen will, gezielt dickere Barsche in der kalten Jahreszeit zu fangen, dann bin ich meistens mit sowas unterwegs. Okay, dicke Barsche in der kalten Jahreszeit. Ich habe das vor einigen Jahren ja auch noch machen können, als ich noch Zeit hatte. Und ich muss sagen, da war so eine Köderlänge in so eine Länge etwa immer gut. Ja. Wenn wir so große, so 40er, Mitte, ja. Ende 40er. Ich habe da immer blau-weiß gehabt. Das war immer eine Topfarbe. Aber so die Größe ist dann auch okay. Ja, ja, die sind gerade, also wenn du weißt, dass eben die 35 aufwärts unterwegs sind oder auch 40 aufwärts, dann ist das was, das snacken sich die Barsche ohne Problem rein. Mhm. Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn es richtig kalt ist, nehme ich auch gerne einfach einen V-Tail, weil dann wollen sie oft nicht so viel Bewegung haben, sondern nur diese subtilere Aktion. Und das ist jetzt ein 12 cm Gummi, das ist für einen 40er Barsch überhaupt kein Problem. Nee, selbst das stimmt. Mit einem dicken Kopf dran, wenn er dann im Winter im tieferen angeln müsst, wenn sie hart am Grund stehen mit 18, 20 Gramm, ist gar kein Problem, das donnern die sich einfach so rein. Und ich sehe, wir haben jetzt schon vieles durch, du hast hier auch noch so einen Klassiker drin, ne? Der gute alte Twister. Immer, muss immer mit dabei sein, weil manchmal hat man Tage, da wollen die Barsche aus irgendwelchen Gründen die normale Aktion von einem Chat, also ein paddelndes, wollen sie einfach nicht. Und oft hat es dann schon der Twister gerettet. Die Aktion ist eben eine andere, eine hochfrequentere, feinere, bewegte Aktion. Und das ist immer wieder und immer noch, auch wenn es bei vielen Leuten alter Hut ist, ein Twister, ich habe immer welche in der Box. Mhm. Die haben mir auf Deutsch gesagt schon öfters den Arsch gerettet. Und welche Länge hast du so bei Twister? Bei dieser hier, der ist jetzt so 7 cm im eingeklappten Zustand. Der streckt sich dann so bis vielleicht auf 8, 9. Okay. Aber das ist noch ein relativ kleiner. Also wir überlegen auch gerade, ob wir noch einen größeren bauen. Müssen nur mal die Zeit finden, da wieder das Werkzeug fertig zu machen. Und so bei Köderfarben, da kann man natürlich vieles ausprobieren. Ist bei dir auch so die
die ich sehe. Oh, ich sehe gerade, du hast noch einen Geheimtipp. Ja, den musst du als erstes machen. Das ist die Tube. Die Tube ist auch ein alter Hut an sich, aber wir haben die nochmal neu aufleben lassen, weil unser Freund, der Johannes Lohmüller, der Barschpapst überhaupt, der Herr und Gründer der Church of Perch, hat das angeregt und wir haben unsere Tube hohl gemacht. Da ist also jetzt innen drin, das ist natürlich schwierig zu sehen, ja. Die ist hohl innen drin. Und da, die kann man natürlich am Dropshot ganz normal fischen, man könnte auch einen Jigkopf dran machen. Aber der Clou ist eigentlich, du steckst ein Gewicht innen rein in den hohlen Körper, Bullet Weight oder was ähnliches, und hakst den Haken unterhalb des Fransenkranzes einfach durch einen Dropshot-Haken oder irgendeinen Circle-Hook oder sowas, was sich schön durchstechen lässt. Und dann landet die Tube so am Gewässergrund. Und wenn wir den nach oben ziehen, gehen die Fransen schön nach außen runter. Und diese Aktion ist manchmal die absolute Waffe. Da ist, es gibt also Tage, wo du denkst, der See ist tot, es passiert nichts. Machst das Teil dran und du fängst Barsch auf Barsch. Bei unserem Material, wie gesagt, durch den Auftrieb spielen die Dinger eben auch wunderbar. Die stellen sich immer wieder hoch. Wenn du sie dann wieder gegenziehst, dann gehen sie in die andere Richtung. Und das ist eigentlich so auch so ein absoluter Geheimtipp. Gerade jetzt, wenn man im Sommer oder im Herbst, Anfang Herbst, und die Barsche richtig viel unterwegs sind noch im Gewässer und Strecke machen, ist das auch ein super Suchköder, weil ihr den halt extrem weit werfen könnt. Okay. Wenn du hier eben so ein 14 Gramm oder 18 Gramm Bullet Weight reinsteckst, das kannst du werfen. Fliegt bis zum Horizont. Ja, da kriegst du raus, ob du genug Schnur auf der Spule hast. Okay, zum Abschluss würde ich sagen, weil wir haben jetzt schon vieles gezeigt, noch mal ganz kurz was zu den Köderfarben. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, klares Wasser, gedeckte Farben, trübes Wasser, Schockfarben, ist das bei dir auch so? Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, das ist eine Farbe, dieses Motoräulige, das fische ich eigentlich überall, weil das A sowohl im klaren Gewässer relativ natürlich aussieht, als auch in einem trüberen, wenn da die Sonne noch reinscheint, die sind relativ stark UV-aktiv und werden dann grün. Das ist so eine Bankfarbe für mich. Motoröl, die fische ich das ganze Jahr. Das ist eigentlich immer das, womit ich starte. Ansonsten, wenn ich jetzt sehe, das Wasser ist extrem trüb, dann gerne sowas für Barsche. Gelb-orange oder auch gelb-grün. Ja. Ist so ein Klassiker. Also diese Farben, die nehme ich sehr gerne, und das ist aber genau dieses Prinzip eigentlich. Man kann sagen, in der Regel trübe Gewässer nehme ich was Grilles, im klaren Wasser was Unauffälligeres, und dann gibt es halt die Ausnahmen. Manchmal weiß man, in dem See hat sich gezeigt, geht Pink immer, obwohl er klar ist, das sind so Sonderfälle, aber grob kann man sagen, man nimmt für das trübe Gewässer was Grelles und für das klare Wasser was Unauffälliges. Genau. Ja, damit haben wir, denke ich mal, schon einiges erklärt für euch. Wer sich die ganzen Köder mal anschauen will von Christoph, im Online-Shot von Moby Softbaits, wir verlinken ihn hier unten in der Videobeschreibung mal, da sind alle Köder, die du uns heute vorgestellt hast, und noch viel mehr. Könnt ihr euch da anschauen, bestellen. Ansonsten gibt es die teilweise auch im Fachhandel. Und wir wünschen euch dann dicke Barsche, wenn ihr unterwegs seid. Schickt uns gerne ein Foto. Genau, hoffen, dass ihr mit den Tipps was anfangen könntet. Gerne Fotos schicken, leiten wir weiter an Christoph, der freut sich, wenn ihr mit den Ködern was fangt. Und Petri, heil auf Barsch, macht es gut. Ciao, ciao. Petri.